So, hallo, herzlich willkommen zurück bei Mönchen City Dortmund 2020, der Mod für Mönchen C4 mit dem 15 Jahre Jubiläums-Update. Jetzt mit der Kampagnen-Map. Wir haben ja bereits kennengelernt die Freeplay-Map, sprich die Airport-Map und die Hürde-Map. Und jetzt haben wir hier die Map zwischen den Missionen, wo man sich Geld für Fahrzeuge verdienen kann, soll und muss. Wir haben hier einmal einen ersten Einsatz, VP. Und bevor wir den aber starten können überhaupt, ne, müssen wir einmal den Einsatz initialisieren, ja, beziehungsweise das Freeplay initialisieren. Denn wir haben es ja hier nicht mit einem Freeplay an für sich zu tun, sondern der Kampagnenkarte, und die lädt nicht automatisch das Freeplay-Skript. Und genau deswegen müssen wir hier einmal initialisieren. So, und jetzt, wo wir es haben, können wir auch durch die Leitstellen durchseppen und entsprechend einmal alarmieren. Hier einmal aus Hombruch das NEF und einmal von der Feuerwache 8 den RTW. Die man nun losfahren sieht. Pathfinding und so weiter, kennen wir das Problem. Gibt es noch ein weiteres Problem? Ja, es gibt ein weiteres Problem. Das ist nicht wirklich alles stabil. Ab und zu sucht das Spiel Dinge auf der Map, die es nicht gibt. Und deswegen kommt es vermehrt zu Abstürzen. Ich habe es jetzt trotzdem so drin gelassen, weil der Spaßfaktor trotzdem erhalten ist. Aber ab und zu muss man zwischen manchen Missionen dann doch den Geldsheet wählen und einfach die Fahrzeuge kaufen, ne? Weil es zwischen manchen Missionen immer wieder zu Abstürzen kommt. In diesem Sinne blöd gelaufen, aber das ist jetzt einfach mal so. Genau. So. Ansonsten, die Map kennt ihr ja an für sich schon aus der vorherigen Version. Das ist die Dortmund-Öspel-Map mit dem Löschzug 18 der Feuerwache 8 und den beiden Autobahnen der A45 und der A40 hier entsprechend im Norden. So, hilflose Person. Ja. So, hilflose Personen sind hier meist immer ein bisschen schwerer drin, deswegen schicke ich direkt einen NEF mit. So, und was ist hier in der Nähe? Ja, schicken wir mal den 30 RTW dahin. So. Anders als auf der ganzen neuen Airport-Map könnt ihr hier nur ein Krankenhaus anfahren. Nämlich das Knappschaft Lütgen Dortmund. Was wir hiermit tun. Sekunde, jetzt habe ich, glaube ich. Nee, du gehst hier rein. My friend. So. Gut. Können wir das 18 NF mal zurückschicken. Und die gehen hier einmal zum Knappschaft Lütgen Dortmund.
Aber jetzt gerade funktioniert das mit dem Brandlöschen einigermaßen gut. Ansonsten wäre es eine Möglichkeit gewesen, hier eine Brandschneise reinzuschlagen. Im normalen Freeplay wäre das jetzt schon so lichterloh gebrannt. Da ja, wäre ich, glaube ich, mit einem Löschzug nicht hingekommen. Ziemlich sicher sogar. So, dann können wir ja einmal zusammenpacken. So, auch ganz typisch einer der wenigen Schwerverbrechen auf der Map sind die Geiselnahmen. Dann haben wir hier einmal die Möglichkeit, mit dem Hundeführer zu agieren. Das SEK müssten wir extra rufen, das tun wir auch. Kann man nämlich ein bisschen besser in das Gebäude reingucken. Genau. So. Gleich noch ein Blitzanschlag, hervorragend. Wo brennt es denn? Da. Ja, gut, da reicht ein HLF. Der Rest kann abrücken. Was macht er denn da? Der darf von die Straße runterfahren müssen. Naja, Pathfinding und so, ne? Kennen wir das Problem. So. Ja, ja. Sollte man aber hinkriegen. Speichern wir uns mal. So. Tür ist auf, da kann man ohne Probleme rein. So, und jetzt haben wir natürlich mehrere Möglichkeiten. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, den Hund da reinzuschicken und den einfach mal zu demonstrieren. Jetzt backt er sich natürlich ein zurecht, ne? Ist ja klar. So. Guck mal, klappt das? Oh. Natürlich nicht, ne? Hund blieb leider in der Tür hängen. Jetzt müssen wir mal kurz den Hund wieder einfangen, weil der jetzt natürlich darauf gepolt ist, die Frau niederzureißen, die Täterin. Ja, so viel zum Thema. Hinrichtung durch Hund. Ja. 30 RTW. Los geht's. Der scheint unterwegs zu sein. Ja, KTW macht's auch. Ach, oh Schreck, ich glaube, da habe ich jemand vergessen. Ha! Getötet durch Missachtung. Ja. Bestatter und gib ihm.
So, ihr seht, ich habe gerade eine Phase zwischen zwei Missionen erwischt, die sehr stabil läuft. Wir spielen jetzt hier schon seit 10 Minuten eigentlich ohne Probleme. Das ist de facto nicht immer so, aber unter diesen Umständen macht es natürlich Spaß. So, ich denke mal, diesen einen werde ich hier noch abtransportieren. Und im nächsten Video kümmern wir uns mal darum, wie so die Missionen sich verändert haben. Ja, also Grundgerüst ist eigentlich fast überall gleich geblieben, aber wie an vielen Stellen in diesem Update gab es einfach ein großes, ja, eine große Polieraktion. Okay, ja. Ich verabschiede mich mit einem kurzen Blick nach Klei rein. Beziehungsweise Öspel, ne? Noch ein bisschen Technologiepark, ja. So. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao mit V.